Lüttich, Sophia, Lüttich. Der erste Einsatz des damals neuen 230 SL. Europameister Böhringer, der große Favorit. Er hatte im Vorjahr gewonnen, auf dem 220 SE. War es nicht ein Risiko, diesmal den neuen Sportwagen fahren zu lassen? Bei Daimler-Benz hatte man Vertrauen. Zuerst wird es eine schnelle Reise auf guten Straßen nach Süden. Wie geschaffen für ein sportliches Auto. Aller Anfang ist leicht, möchte man sagen. Pässe sind für ein modernes Auto kein Problem. Wenn auf Zeit gefahren wird, können sie eines werden. Fahren, fahren, fahren. Stunden um Stunden. Konzentration. Tag und Nacht. Pausen gibt es nicht. Man kann eine Kurve auch so fahren. Es geht schneller. Es spart Sekunden. Sekunden, die am Schluss ausschlaggebend sein können. Über weite Strecken ist es ein Rennen gegen die Uhr. Ein einsames Rennen. Nicht etwa hinter den Wagen der anderen her. Nein, einsam an der Spitze. Eine solche Strecke kann man nicht im Kopf haben. Auch nicht einfach nach der Karte abfahren. Man hat trainiert, Notizen gemacht und fährt nun nach dem Diktat des Beifahrers. Sophia, eine Stunde Zwangsaufenthalt. Schlafen? Keine Zeit. Sophia ist der Wendepunkt. Es geht wieder nach Norden. 4 Nächte, 4 Tage und immer weiterfahren. Und irgendwann kommt man an. Nun strahlen sie. Gratulationen, Blumen, ein Händeschütteln.